Ja, und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mario und Luigi Dream Team Brothers. Wir haben im letzten Part diesen lustigen Herrn aus diesem, ja, mittlerweile ramponierten Brunnen befreit. Ein Blöckle-Typ. Und jetzt wollen wir uns endlich das Kissen abholen. Da komme ich nicht hin, ne? Nee, doch, warum? Wow, wow. Stopp. Also das da möchte ich schon noch haben. Ja, ich habe mich übrigens geheilt beim letzten Mal, also... Da sind wir auch vorbereitet und sonst bin ich nur wieder zurückgegangen den Weg. Sonst habt ihr nichts verpasst. Nochmal ein Pilz, okay. Hätte ich mir eigentlich gar nicht kaufen brauchen dann da, aber okay, gut. Soll mir auch recht sein. ja. So, damit ist es Zeit dann zur Parkverwaltung zu gehen. Ich habe das Gefühl, da steht uns etwas bevor. Da steht uns dann etwas Krasses bevor. Vor allen Dingen, wenn ich sehe... Nein! Wenn hier ein Speicherblock ist. Herr Blöckle! Leben Sie noch? Was ist da auch passiert? Es hört sich nicht gut an. Bevor wir aufbrechen, sollten wir uns gründlich vorbereiten, damit wir auf dem Weg keine unerwarteten Probleme kriegen. Okay, also wenn jetzt kein Bosskampf kommt, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Wenn jetzt kein Bosskampf kommt, also das ist, ja... Absolut der Hinweis darauf. Schade, dass ich mit Luigi noch nicht den Rang bekommen habe, aber okay. Billighammer. Ja, nicht da. Ach, der ist stärker. Okay, dann nehme ich den Billighammer. Der ist stärker als der normale Hammer. Und ich denke mal, für unsere Angriffsmaschine Mario ist der vielleicht gar nicht so schlecht. Grobi, nein, böser Roboter, hör auf, stopp, abbrechen. Herr Blöckle, nicht aufgeben. Bekomme ich eine Gehaltserhöhung? Wow. Oh. Er ist durchgedreht. Mein Roboter läuft amok. Guten Flug. Herr Blöckle. Alles in Ordnung? Herr Blöckle. Sie dürfen jetzt nicht sterben. Kann ich nächstes Wochenende frei haben? Solche Arbeiter wünscht man sich doch, aber okay. Es war ja abzusehen. Boss-Time. Oh, Junge. Das könnte lustig werden. Gegen den Roboter. Kann mich sonst noch an einen Roboter erinnern, aber das ist ein anderes Spiel. Boah, jetzt dachte ich schon, das wäre zu früh, wie ich gedrückt hätte mit Luigi. Aber es hat gepasst. Und haben wir insgesamt 50 gemacht. Na, verdammt. Verdammt. Hat aber noch keine Lust auf Angriff, dann machen wir weiter damit. Das ist ja das Beste, was ich machen kann hier. Das Beste, was ich hier machen kann, ihm die Panzer gegenzuschleudern. Sehr schön. Ach, okay, jetzt verstehe ich. Die großen Blasen, er hat Blasen gesagt. Oh Gott. Ja, okay, die kleinen Exemplare, die gehen direkt dahin bei den großen, die hüpfen. Okay. Immer diese Angriffsmuster, die man auswendig lernen muss. Sehr schön. Klappt also auch mit Luigi. Macht natürlich ein bisschen weniger dadurch, aber okay.
Ja gut, ne, solange wir noch Punkte haben, mache ich das weiter. Ist ja nur, wir sind ja noch relativ am Anfang. Der dürfte ja nicht so viel KP haben, hoffe ich mal. Oha. Oha. Auch noch so ein Ding hier. Jetzt werden wir noch verfolgt von ihm hier. Zum Glück muss ich nur springen. Ja, schade aber auch. Schade aber auch. Schade nur, dass ich nichts habe, um meine BP so mit den Orden aufzuheilen. Aber ich glaube, das gibt's auch. So, letzter Angriff mit dem Panzer. Dann sind wir bei ungefähr ein bisschen weniger als 300. Wie wir ihm schon Damage gemacht haben. Ja, schöner Tolltreffer. Gerne mehr davon. Ah, schade. Okay, nicht ganz 300. Damit sind wir bei 350. Oh, okay. Okay, 350 ungefähr. Okay. Wenn meine Rechnung stimmt. Okay, gut. Hört jetzt nicht erwartet. Ich dachte, das geht jetzt noch weiter, aber okay. Finde ich gut. Und damit ist Luigi auch jetzt endlich an der Reihe, seinen Rang zu erhöhen. Sehr schön. Nein. Nicht die Ausrüstung, glaube ich. Ich glaube, bei ihm gebe ich den Stahlkörper, weil wenn er noch weniger Damage bekommt... Den defensiven oder Ohrenlager. Ein Ohren als zusätzlichen Effektvorrat. Ja, nee. Wir nehmen, glaube ich, den Stahlkörper. Ja. Nochmal defensive für ihn ist für Luigi, glaube ich, gar nicht so schlecht. Nochmal Schadensreduktion. Okay. Defensive wäre tatsächlich gut, wenn ich ihm Verteidigung gebe. In Kombination noch mit dem Schaden, mit der Schadensreduktion. Ja, ich glaube, wir nehmen das auch sogar. Wobei, sogar die Geschwindigkeit ist gar nicht so schlecht, glaube ich. Wow, eine 4 in Geschwindigkeit für Luigi. Okay, finde ich gut. Beim nächsten Mal werde ich dann die Geschwindigkeit erhöhen. Würde ich so sagen. Okay, finde ich gut. Das war's, aber jetzt ist er kaputt. Es gab keinen anderen Ausweg. Oh nein. Oh. Mein armer Grobi. Was haben sie dir nur angetan? Was hat er dir angetan? Er muss eins der Teile des Brunnens abbekommen haben. Es hat dann wohl einen Kurzschluss in seinen Höflichkeitsprozessor ausgelöst. Alles meine Schuld. Tut mir leid, ihr beiden. Hier, als Entschädigung für den ganzen Ärger. Du erhältst das Traumsworth-Kissen. Finally. Und natürlich könnt ihr mein Bett benutzen, wann immer ihr wollt. Wechselt halt nur von Zeit zu Zeit die Bettwäsche. Das wäre schon ganz nett. Alles klar. Okay, dann würde ich sagen, es ist soweit, in die Traumwelt zu gehen. Werden wir nochmal kurz hier umgucken, ob wir noch irgendwie was Besonderes hier haben. Wobei, wir haben da noch so Stein-Dinger, die machen natürlich noch kaputt, natürlich. So muss man das hier machen. Aber gut, das habe ich zu spät gesehen hier. So, hier links waren aber noch Blöcke, ne? Oder zumindest Steine hier. Aber sonst war hier nichts Besonderes, okay. Werde ich nur mal eben nochmal den Speicherblock hier benutzen und dann gehen wir in die Traumwelt nochmal, würde ich sagen. B.
bisschen Zeit haben wir ja noch. Da können wir schon mal reinschnuppern, was beim guten Traumsworth so abgeht. Ich vermute nämlich, das wird ein bisschen länger werden, dass wir uns jetzt in der Traumwelt befinden. In der letzten Zeit waren wir echt etwas kürzer dort, aber ich glaube, das wird jetzt ein bisschen länger. Ja, also bequem weiß ich nicht. Das sieht ein bisschen düster aus, aber okay. Unglaublich, wie schnell der einschläft. Schon ist der weg. Oh boy. Der Geruch. Es riecht nach verlorenen Träumen. Kein Zweifel, das muss Traumsworths Kissen sein. Mario, geh da rein und finde Traumsworth. Frag ihn, wie wir zu den Traumtiefen gelangen. Und kawusch. Mal sehen, was uns hier erwartet. Bestimmt nichts Gutes. Ich spüre, dass wir irgendwo in dieser Traumwelt auf Traumsworth stoßen werden. Ich gehe davon aus, dass er in einem Albtraumsplitter gefangen ist. Da, das Ding, das dieser Hase hat, ist das vielleicht... Traumsworth muss sich in diesem Splitter befinden. Fang den Hasen ein. Hallo zusammen, kann ich euch helfen? Ich wusste, dass der das ist. Mein Name ist Blöckle. Ich bin der Verwalter dieses herrlichen Parks. Was? Wir sind uns schon irgendwo begegnet? Nein, ihr müsst euch irren. Ich sehe euch zum ersten Mal. Ich hoffe jedenfalls, dass euch gefällt es hier. Dieser Park ist mein Lebenswerk. Wäre schön, wenn ihr das zu schätzen wüsstet. Unter den Besuchern haben sich die Qualitäten dieses Parks wohl noch nicht so herumgesprochen. Wir brauchen irgendwas Besonderes, um die Leute hierher zu locken. Irgendwas Junges, Dynamisches. Uns fehlt noch das Salz in der Suppe. Aber was nimmt man da? Luigi hat ihn in der Wachwelt getroffen. Aber er ist nicht identisch mit der realen Person. Luigis Unterbewusstsein hat ihn hier in der Traumwelt erschaffen. Egal, wir haben keine Zeit, darüber nachzudenken. Schnappen wir uns diesen Hasen. So, bevor ich das vergesse, noch eine Sache. Wir haben ja noch einen coolen Hammer bekommen. Nämlich den Mäßighammer, der noch stärker ist. Und dann würde ich sagen, dann kriegt Luigi den Billighammer. Brauchen wir keine alten Hämmer mehr. Oh, cooles Tor. Dürfen wir nicht weitergehen, auch gut. Aber was ich schon merke hier, jetzt so nach drei Parts, die ich jetzt hier aufnehme, das wird erstmal der letzte sein dann. Aber gut, weil so langsam steigt mein Hungergefühl und mit leerem Magen aufzunehmen, weiß nicht, ob das so gut ist. Habt ihr das gesehen? Ein alter Typ? Ein Hase? Keine Ahnung, was hier los ist. Aber dieser Hase war schon süß. Hey, hey, ich hab's. Der Hase ist das Salz in der Suppe. Leute werden nur so in den Park strömen. Eine sanfte Brise streicht über das Gras, das Häschen springt verzückt durch das Blumenmeer. Oh ja, die Idee ist Gold wert. Ein Maskottchen ist genau das, was dem Pilzwaldpark noch fehlt. Gut, es ist entschieden. Muss ich mir noch diesen Hasen schnappen. Ihr habt es auch auf den Hasen abgesehen? Ich hoffe, euch ist klar, was es bedeutet. Wir sind Rivalen. Oh Gott. Wahaha. Auf die Ohren bin ich besonders stolz. Ihr könnt eigentlich direkt aufgeben. Das Häschen wird dieser knackigen Karotte nie im Leben widerstehen können. Ich schnapp ihn mir vor euch. Let's go. Oh mein Gott. Das ist ja noch beknackter als in der realen Welt. Oh, und ich sehe schon, wir dürfen wieder Attackenfragmente einsammeln.
Aber gut, passt, stimmt ja auch. In der Traumwelt gibt es ja auch noch mal besondere Angriffe. Ach ja, und das ist natürlich auch wieder so eine Sache. Aber hier kann ich noch nichts machen anscheinend. Nee. Ich dachte, es wäre wieder sowas Ding, wo ich hier ziehen kann. Aber nee. Aber da ist das. Aber erstmal ist wieder Kämpfen angesagt. Ach ja, stimmt. Das waren ja wieder so viele hier. Sind wir ja auch ein bisschen gefühlt ja OP in der Traumwelt. Mehr oder weniger. Du hast sogar den Großen da besiegt. Ziemlich gut. Und ich finde es auch gut, dass sie sich alle zusammentummeln und ein paar schon fliehen. Immer noch nicht alle. Finally. Ohne Schaden 8 bestanden. Sehr schön. Habe ich nicht. Ich dachte, ich hätte Schaden bekommen. Ja, umso besser. Umso besser. Aber jetzt ist doch wieder nochmal ein Kampf angesagt. Was mir gerade einfällt, ich wollte doch nochmal mein Heilungsding benutzen. Vor allen Dingen jetzt hier, da der fast voll ist. Wunderbar. Und ich ja gelernt habe mittlerweile, dass man die ja nicht stacken kann. Auf 3, zumindest nicht, wenn man halt den Rang erhöht hat. Haben wir ja heute gelernt, oder beziehungsweise im letzten Part haben wir das gelernt. Okay, was können wir denn mit Luigi so Schönes hier anfangen? Ach so, das... Ah, okay, verstehe, das können wir hier machen. Blöcke in den Vordergrund holen. Gleiches auch hier. Sackenfragment Nummer 2. Kurz gucken, was hier oben war. Noch mehr Blöcke. Eine Nuss. Juhu, eine Nuss. Und das passt auch total irgendwie mit der ganzen Windkraft, von der geredet wurde bisher. Was wir auch, glaube ich, hier gleich machen müssen, die Windkraft anzudrehen. Das müssen wir sogar jetzt schon machen. Ja, clever, clever, clever. Das kann man ja wirklich nicht sagen hier. Diese kreativen Ideen, die hier verwendet wurden. Schon eine coole Sache. Einfache Münze. Okay, das Attackenfragment holen wir uns auch noch und ich würde sagen, dann sind wir auch schon gleich wieder soweit. Zu beenden für heute. Aber ich denke mal, wir werden da hier noch ein bisschen wahrscheinlich hier noch beschäftigt sein hier in der Traumwelt. Da komme ich nicht hoch. Keine Ahnung, wie man da hochkommt. Oh. Hier, kleines Häslein, hol's dir, du weißt, du willst es. Hey! Okay, verstehe. Ja, außer als bräuchte ich eine größere Karotte. So süß! Das Vieh wäre wirklich das ideale Maskottchen.
Damit bräuchte ich mir nie wieder Sorgen wegen der Besucherzahlen zu machen. Wow. Okay, ich weiß doch nicht, wie ich da hochkomme. Oder vielleicht kriegen wir das ja noch irgendwann heraus. Oh, ich habe das Gefühl, was das ist. Das ist ein gigantischer Brunnen. Wow. Okay, ich würde sagen, den Kampf machen wir noch. Und dann, glaube ich, wäre es das für heute mal wieder. Weil langsam sagt mein Körper doch so, ja, langsam reicht's für heute, glaube ich mal. Wäre langsam das Limit erreicht. Ah, ein Sirup, finde ich gut. Aber dass die dann auch irgendwann gar keinen Bock mehr haben anzugreifen. Immer noch zwei da. Wow. Zehnfach Exzellenz hier. Sehr schön. Und eine Bonushose. Ui. Was macht denn eine Bonushose? Mehr Bonus geben, oder wie? eine Bonushose. Erhöht deine Verteidigung abhängig von deiner Erfolgsquote bei Bonusaufgaben. Aber gut, dass sie da die Verteidigung natürlich so runtersetzt. Überlege ich mir. Werde ich noch nicht nutzen. Werde ich mir erstmal noch nicht benutzen, aber klingt interessant. Okay. Doch noch ein Kampf. Komm, das ist jetzt der letzte. Ach, schon wieder der Spaß. Deiner Hürdenlauf. Ja, verdammt. Kann mich ja gleich wieder heilen. Kann mich ja wieder heilen, von dem her alles easy. Wow, du willst ernsthaft von mir noch besiegt werden? Wow. Ich finde übrigens Marios KP-Anzahl hier ziemlich nice. Aber gut. Gut. Damit würde ich sagen, was uns noch mehr in dieser Traumwelt erwartet, das sehen wir beim nächsten Mal. Ich wünsche noch einen schönen guten Tag. Viel Spaß noch und bis zum nächsten Mal. Und würde mich freuen, wenn ihr da wieder dabei seid. In Mario & Luigi Dream Team Bros. In der schönen Traumwelt. Und wir hoffentlich den Traumsworth irgendwann finden. Oder besser gesagt den Hasen, der ihn ja wohl hat. In diesem Sinne, bis dann und tschüss.